Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur neuen Folge Wormtide 2. Heute machen wir mal hier Fahrt des Verrats und heute spiele ich mal den anderen Baden. Wie wird die Kamera erst mehr auf Gruber und Elgi geht. Wir haben heute hier den einhändigen Hammer dabei und hier die Schrotflinte. Vielleicht nicht das beste, quasi, wie sagt man das, beste Combo für Cutter. Aber ich finde die Schrotflinte ist richtig toll gegen Berserker und so. Und die werden wir dagegen auch nutzen. Wir können auch mal unsichtbar schon mal werden, damit wir eine Bombe gleich finden und mitnehmen können. Und dann schauen wir mal direkt hinten in den Kisten. Denn hier hinten, da am Hang, beziehungsweise an der Klippe, ist eine gute Chance, dass wir da irgendwas finden. Müssen wir mal schauen. So. Und übrigens, bei der... Ja, ich wollte sagen bei der Pistole, aber bei hier... Wer ist das? Bei... der Schrotflinte, wenn wir nämlich hier mit dem mittleren Punkt vom Zielkreuz auf den Kopf zielen und abdrücken, bekommen wir immer einen Headshot. Elgi hat es gerade leider getroffen, aber ich glaube, Elgi ist in Ordnung, ja. Sienna, bekommst du hoch? Oh, da hinten wird ein bisschen Hilfe benötigt. So, mal gucken, ob wir hier perfekt ein bisschen helfen können. Und dann gehe ich mal nach oben, damit ich hier gucke, dass sie vielleicht auf uns schlagen und nicht auf Elgi. Wenn hier oben noch irgendwo ein Stormwurmen ist, aber da sehe ich gerade auch keinen. Da unten ist einer, aber das ist schon in Ordnung. Das ist nicht so schlimm. Ich nehme mal eine von den Feuerbomben mit. Und dann holen wir mal hier ganz langsam die Stormwurmen weg. So, wir gehen mal hier schön raus, ohne was abzubekommen. Die Mates schubsen hier schon alles weg. Mal, dass hier nichts auf Elgi schlägt. Okay, gut, die sind auch weg. Sienna ist da unten irgendwo, aber ich glaube, da geht's gut. Ich warte mal ein paar Sekunden. Für den Fall, dass noch was Sienna passiert. Und ja, wir haben eine Bombe, das ist schon mal gut. Ich guck mal, ob wir vielleicht irgendwo einen Stärketrank oder so bekommen. Das könnte dann uns noch ein bisschen später helfen. Oder Heilung oder so. Das wäre auch gar nicht so schlecht. So, Munition und so kriegen wir so oder so wieder später her. Ich habe ja das 30-prozentige Kit quasi, was wir mal droppen, wenn Special stirbt. Und wir sind der Einzige, der wirklich Munition braucht. Von daher ist es ja ganz nett. So, da haben wir schon mal ein bisschen Munition. Das ist gut. Ich glaube, ich habe auch Schrapnell. Genau, ich habe Schrapnell drauf. Das ist gut. Aber ich hätte noch kritische Chancen natürlich nehmen können, aber ist jetzt ein bisschen spät. Aber ist ja auch nicht so dramatisch. So, mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen Schaden machen. Solange wir unser Ult noch aktiv ist. So, sehr nice. Ich glaube, ich schieße gerade auch ein bisschen durch... Habe auch gerade ein bisschen durch Gruber durchgeschossen. So, wir müssen hier Elgi nochmal helfen. Perfekt. Und dann machen wir folgendes. Wir holen mal Gruber schnell hoch. Irgendwo kommt eine Hochkratte. Dann holen wir mal schnell hier die Plague Monks weg. Und gucken mal, dass wir vielleicht wirklich die Hochkratte hinten bekommen. Okay, sehr gut. So, ich muss mir kurz nachladen, wenn es geht. Dann können wir hier nochmal den Stormfeed jetzt wirklich hier... Oh, fertig machen. Okay, gut. Ich will aber trotzdem jetzt nochmal da oben gucken. Es tut mir leid. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es da irgendwas Schönes gibt. Zumindest ist es so gerade mein Gefühl. Ja, auf jeden Fall Munition ist auch ganz schön. Ich kann auch noch so ein bisschen hier reinschießen, aber wirklich die Rattling da hinten treffen ist so eine andere Sache. Ich glaube, wir machen nochmal eine Runde danach mit dem Dwarvi. Und dann machen wir mal eine Runde mit der Muskete. So, aber ich gehe kurz nach hier, um irgendwie einen Trank zu holen. Wir könnten einen gebrauchen für Gruber oder so. Das wäre ganz nice. Muss gleich wegen dem Gas aufpassen. Oh, nein. Gruber und Dingens sind gerade drauf. Da hilft uns der Foliant jetzt auch nicht mehr wirklich. Für die Schadensverringerung. So, wir machen folgendes. Wir gehen mal hier, machen das hier. Werfen eine Bombe nach da. Nehmen hier die Munition mit, die es irgendwo nirgendwo gibt. So, okay, gut. Und ich guck mal ein bisschen, dass hier niemand anders getroffen wird, so gut es geht. Leider hat es Gruber erwischt. Es tut mir ein bisschen leid. Ich kann mal meinen Trank weitergeben. Ich gebe dem Marciana. An sich brauche ich den hier überhaupt nicht. Aber ich brauche ein bisschen Munition, die nehme ich noch mit. So, einmal können wir, glaube ich, noch mitnehmen. Nee, 24 Schuss sind genug.
Ich hoffe mal, wir haben den linken Weg. Das wäre ganz cool, weil da gibt es noch ein bisschen einen anderen Weg, den wir nehmen können. Aber das werden wir gleich sehen. So, da konnte man es gerade gut sehen. Ich habe einen Stormwurm im Kopfschuss gemacht. Weil hier der mittlere Punkt quasi auf seinem Kopf war. Habe ich jetzt wieder nicht hinbekommen mit denen. So. Hinten kommt auch noch irgendwo ein weiterer Packmaster, genau. So, die Dingens holen die Mates weg. Die Rattling da hinten holen sie, glaube ich, auch gleich weg. Ich gehe mal direkt hier zu Gruber. Auch Gruber hat verlassen. Bisschen schade. Bisschen schade, dass die Mates generell heutzutage öfter verlassen. So, und dann gucken wir mal. Wir machen mal Folgendes. Ich habe so das Gefühl, eine Bombe wäre vielleicht ganz angebracht hier. Und vielleicht können wir da oben die Rattling zumindest runterschubsen. Ja, das hat auf jeden Fall gereicht, ist gut. Aber wir müssen den Schlüssel auch noch mitnehmen für den... für das Dingens gleich. Wie heißt das, fürs hier... Oh, Leuchtfeuer. Leuchtfeuer war es, glaube ich. Was da oben halt steht. Das können wir dann gleich hier mitnehmen. Oh, vielleicht kann ich auch ein paar von den Skaven hier so runterschubsen. Aber so ganz hat es nicht geklappt. So, ich guck mal, ob ich hier vielleicht irgendwie die, genau, Feuerratte bekomme. Okay, die sind alle weg. Ich nehme ein bisschen Munition mit. Ich habe mal hier den Dingens markiert. Hol mal schnell auch da unten den Strangler weg. Nach dem hier. Dann muss ich auch noch die Rattling weg. Perfekt. Und dann geht's jetzt mal wirklich nach da oben. So. Schnell mal die Leiter hier nehmen. Heilung wird getrunken unten. Ah, nee, das war ein Speedrun gewesen. Hier oben gibt's noch eine Bombe. Sienna geht nach oben. Ich gehe auch nochmal nach oben mit. Oh, in Vermintide 1 war das cool. Dieser Potion Share, den wir gerade bekommen haben, den gab es in Vermintide 1 für alle im Radius. Und sogar ohne verkürzte Dauer, wenn man das beste Equipment hat, soweit ich mich noch gut erinnern kann. Und das fand ich immer sehr nett. So. Ist auch lustig, dass wir da gerade zwei Kopfschüsse gemacht haben. Aber jetzt holen wir die mal ganz schnell so hier weg. Einer ist ja schon ein bisschen angeschlagen. Wenn auch nur eins quasi getroffen hat von den, auf den Stormwürmern. Also wirklich eins von den Projektilen. So, ich würde ein bisschen hier genau weggehen, weil Gas kommt. Ja, ich gehe wirklich ganz hier raus. Ich mache eine Bombe bereit, um da oben zu helfen. Da ist nicht mehr zu helfen, leider. Na gut, wir müssen jetzt ein bisschen nach vorne pushen. Gruber wird vorne spawnen. Ist quasi so das Beste, was wir gerade machen können. Ist natürlich ein bisschen... Ach du meine Güte, kommen hier viele Skaven gerade hoch. Ist ein bisschen schade, aber es ist halt leider so. So, die brennen alle nie, das ist in Ordnung. Ich war ein bisschen hier hinter Sienna. Irgendwas hängt an Sienna dran, ich weiß nicht, was das ist. Ach, okay, die Ketten haben nicht gerendert. So viel dazu. So, und dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen die Stormwürme noch ärgern. Gasratte sehe ich jetzt gerade leider nicht. Ah doch, da ist sie. Ich kann die jetzt zweimal auf jeden Fall anschießen. Dann holen wir uns mal die nächste Bombe. Ach, dass es hier ausgereicht hat, ist ja amüsant. So, aber ich gehe jetzt mal wirklich zum Schlitten. Den müssen wir langsam mal echt in Bewegung setzen. Und ich werde diese Woche auch ein bisschen böser sein. Es wird ein paar mehr Doppelfolgen geben. Denn ich werde die Woche nicht so viel aufnehmen können, leider. Ich werde am Wochenende weg sein. Aber es wird schon ganz nice, denke ich mal. Ich werde die Woche auch ein bisschen mehr mit Dwarvy hier spielen, mit dem einhändigen Hammer. Ich finde den irgendwie interessant jetzt. Und deswegen spielen wir mit dem mal ein bisschen. Und ja, wenn es Heilung gibt, werde ich auch mal das Tomb loswerden. Aber solange die getrunken werden muss, ist es auch in Ordnung, dass wir das erstmal behalten. Wir können gleich mal oben gucken, wo der Dwarvy liegt und wo das Tomb liegt. Denn vielleicht gibt es da einen Trank, wenn ich auch sehr stark annehme, dass das eher nicht so ist. So, der Schlitten bricht durch. Ich guck mal, ob ich den Gunner irgendwo... alle springen schon weg, dann spring ich mal hinterher. Feuerratte haben die Mates im Griff.
Gehe ich mal nach hier. Irgendwo sind auch Stormwürmen. Ich bin mir nicht sicher. Die sind, glaube ich, irgendwo weiter oben drauf. So, okay. Foliant gibt es hier, aber sonst nichts wirklich anderes. Okay. Nehme ich mit. Nehme ich mit den Kopfschuss. Dann halten wir mal ganz kurz hier die Stellung. Ich würde sagen, wir halten sie hier unten die Stellung. Und holen mal Gruber dann hier hoch. So, Assassin ist sogar weg. Sehr nice. Vielleicht können wir hier oben noch ein bisschen den hier in den Hintern schießen. So. Okay, hat gut geklappt. Ich kann da oben jetzt nicht so gut helfen. Und ich halte mir die Bombe jetzt mal auf für den Fall, dass hier alles ganz, ganz schlimm wird. Ja, genau sowas meine ich. Genau für sowas halte ich mir die Bombe hier auf. So, und oh, natürlich nochmal hier schön ein gesteppt bekommen. Perfekt. Da oben können wir ein bisschen mithelfen. Aber ich werde mal in der nächsten Folge wirklich Dingens spielen. Wie heißt es hier mit der Muskete? Das könnte interessant werden. So. Kaboom. Hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Vielleicht ein bisschen zu gut. Ich weiß nicht, ob Sienna gerade weggeholt hat, aber könnte auch sein, dass sie angepikst wurde von irgendwas. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber gut. Munition sind wir voll. Manchmal liegt hier auch Kunst hier im Baumstumpf, aber diesmal heute nichts. Jetzt beim Event müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich hoffe mal, dass es mal wieder links lang geht. Rechts sind wir, glaube ich, auch schon wieder der letzten Zeit nicht, aber wo ich privat gespielt habe, bin ich immer wieder hier über den rechten Weg leider gegangen. Aber wir schauen mal. So, ich kann den Stormwürmer da hinten treffen. Sehr nice. Aber ja, Muskete. Muskete. Nächste Folge, also nächste Doppelfolge, gibt es eine Musketenfolge. Da bin ich mal gespannt, ob das gut oder schlecht wird. So, und ich gehe jetzt mal nach hier hinten. Ich bin immer auf der Suche nach irgendeinem Trank. Und ich bleibe bei der Feuerbombe, die macht ein bisschen mehr Wett als die andere Bombe momentan. Ganz viele Bomben. So, okay, dann gucken wir nochmal hier. Manchmal gibt es hier einen Trank. Ich nehme mal den Speedtrank dann mit für den Moment. Bin aber eigentlich immer noch auf der Suche nach einem Stärketrank oder so. So, mal gucken, ob wir den Deckung hier wegholen können. Und ja, dann geht's jetzt gleich los. Wir können nochmal hier... Oh, da ist ein Stärketrank. Ich sehe den schon. Ich sehe den schon da leuchten. Oh, 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 oh. Den nehme ich mir direkt mit. Nom, nom. Dann markiere ich mal den Potion hier. Hol die Kleinen hier ein bisschen weg. Und wir holen die mal mit dem Hammer weg, würde ich sagen. So, immer schön schubsen. Aber ich mag auch irgendwie den schweren Angriff von dem kleinen Hammer. Auch wenn die leichten Angriffe wahrscheinlich besser wären gegen die... Gegen die Kleinen. Oh, und Gruber hat verlassen. Ist ein bisschen schade, aber kann ich nicht ändern. Sondern nehmen wir uns nochmal schnell Munition mit. Denn ich würde sogar nach oben. Ach, so viel dazu. Den Stormwürmer können wir jetzt vielleicht schnell sogar wegholen. Oh, wir haben sogar den Schild bekommen. Das ist sehr lieb. So, sehr nice. Na, dann kämpfen wir wirklich hier. Hm, das ist vielleicht gar nicht die schlechteste Position, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich jetzt mal so denke. Wir können hier eine Bombe reinwerfen. Können mal unsichtbar gehen. Kann die hier so ein bisschen loswerden. So, sehr nice. Hier noch ein bisschen reinschießen. Um da hinten ein bisschen zu helfen. So, vielleicht können wir den auch genug staggern, aber sieht nicht so aus. Dann müssen wir hier mit dem Doppelschubs ran. So, zweimal schubsen und dann weg hier. Ach, ich hol den jetzt so weg. Da hinten ist irgendwo ein Assassiner, muss ich ein bisschen aufpassen. Aber es ist, glaube ich, besser, wenn wir hier generell die Welle so ein bisschen hier so erstmal hier wegbekommen. So, okay, sehr nice. Ich finde es auch gut, dass Victor hier bei uns rumsteht, das ist ganz nett. So, nochmal schnell weg mit der kleinen Ratte hier. Dann holen wir mal hier die Stormwürmen weg, so gut es geht. Okay, jetzt kommen die Plague Monks. Die kommen von hier oben irgendwo, jawohl. Einen haben wir angeschossen.
Zwei haben wir schon mal weggeholt, aber da werden wir wahrscheinlich noch ein paar mehr bekommen. So, einmal bitte Munition mitnehmen, dann nehmen wir die Munition mit, dann laden wir mal nach ganz gemütlich. Oder wir machen Folgendes, glaube ich, ein bisschen nicer und nehmen uns noch ein bisschen mehr hier Munition mit. So, die Rattling da oben ist ziemlich gut in Deckung für den Moment. Aber das ist in Ordnung. Oh, man kann es hier auch durchwerfen. Oh, das hat ja gut geklappt, kam direkt wieder runter. So, das zweite Rad ist irgendwo da ums Eck. Ich guck mal, ob ich da ein bisschen hinkomme. Wir können... Ah, Victor ist runtergefallen, der Arme. Wir werfen mal eine Bombe nach da. Vielleicht können wir Victor damit ein bisschen helfen. Ich glaube, das geht gerade in Ordnung. Dann holen wir schnell hier die Stormwürmen weg. Und dann gehen wir jetzt mal wirklich nach oben mit dem Rad. Hier, die Mates haben unten das im Griff. Jawohl. Das erste Zahnrädchen ist drinne. Munition und technisch sind wir auch voll. Sian hat das zweite, ich gehe schon mal zum Hebel. Und dann geht es direkt weiter zum, wie heißt es hier unten, zum Kart. Jetzt kriegen wir noch mal ein paar Blindstormer und ein paar hier Shieldwürme. Das war es, glaube ich, was garantiert war. Aber ich hätte Victor auch heilen können. Habe ich ganz vergessen. Ich kann das Medipack halt auch nicht weitergeben. Das ist halt auch so ein Problem. So, ich guck mal, dass ich mich um den hier kümmere. Denke, dass Sienna ist. So, okay, sehr nice. Munitionstechnisch geht's uns super. Vielleicht kommen auch ein paar Plague Monks. Bin ich mir ganz sicher. Aber wir machen mal Folgendes. Und ich heb mir die Bombe auf für den Moment. Einfach nur aus dem Grund, da wir gleich wahrscheinlich hier Schlimmeres bekommen, wie man da oben sieht. Ah, ist, okay, ist schlimm genug. Wir werfen die Bombe hier mal schön rein. So, sehr nice. Ich kümmere mich jetzt mal um hinten. So, sehr nice. Sehr nice. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich komme ein bisschen zu nah für meinen Geschmack. So. Gut, gut. Ja, ich muss sagen, ich bin noch nicht perfekt mit dem einhändigen Hammer. Aber der einhändige Hammer ist auf jeden Fall eine gute Waffe. Viel Mobilität. Und irgendwo kommt auch ein Leech an. Ich muss mal nachladen. So, da... Okay, da haben wir den Leech weggeholt. Die Rattling gehört unseren Mates. Denken kommen wieder irgendwie... Ja, hier Stormwürmen raus. Vielleicht können wir die hier so ein bisschen loswerden. So, den hier aber auch. Perfekt. Da ums Eck kommen nochmal ein paar Stormwürmen. Wir können einfach reinfeuern. Wir kriegen so oder so wieder genug Munition. Ist also nicht so das Problem. Oh, tut mir leid, Mr. Salty. Okay, gut, dann holen wir jetzt nochmal den hier schnell weg. Und dann sind wir durch. Nice. So, ich hoffe, dass euch die erste Folge gefallen hat. Leider müssen wir jetzt hier rechts lang gehen. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss.